Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Und ach, hör mir auf. Hier, wie Sie sehen, sehen Sie Schwarzbild. Nicht wegrennen, das ist Absicht. Warum? Weil es keine Facecam gibt. Warum? Ich glaube, das hört man. Ich bin krank. Mir geht's wirklich richtig mies. Aber das sage ich jetzt nicht, damit ihr alle denkt, oh, jetzt wieder Mitleid haben. Nee, einfach nur zur Erklärung. Die Leute auf meinem Discord-Server, die wissen das schon. Könnt ihr übrigens gerne beitreten. Es wird auch deswegen demnächst erstmal keine weiteren Openings geben, nur dass ihr Bescheid wisst. Es gibt aber noch einen, meine besten Karten oder meine besten Pulls aus diesem Jahr. Das wird es morgen noch geben. Jetzt werden einige von euch sicherlich Silvester feiern gehen. Das könnt ihr auch nachträglich noch anschauen, da würde ich mich sehr freuen. Nur schon mal vorab. Aber ihr sollt ja trotzdem heute nicht ganz ohne Video auskommen, ist ja klar. Weil zumindest bis Ende des Jahres wollte ich das durchziehen. Jeden Tag ein Video. Ich glaube, seit Juni ziehe ich das jetzt durch. Und damit ich mein Speichel ein bisschen noch hier, ne, weiß schon, aufheben kann und nicht alles verbrauche, habe ich natürlich nochmal Unterstützung dabei. Erstens hier, zack. Das ist Pokémon Trading Card Game Online. Ihr wisst ja, wie es ist. Und ich habe noch jemanden eingeladen. Stargast, mal wieder. Man kennt sie, man liebt sie. Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus mit genügend Abstand für Shellum. Hallo, hallo. Ich bin auch krank. Yay. Ja, sie hatte bei Discord, hast du ja schon geschrieben vorhin. Da habe ich gesagt, komm, jetzt lass mal bei 70.000 Likes ein Video aufnehmen. Und dann hat der gute Mondmarmelade, Grüße bitte, einen Screenshot gepostet, wie ein Video von mir 70.000 Likes natürlich hat. Und deswegen können wir das jetzt aufnehmen. Ja, ja dann. Ich hoffe, ihr da draußen seid gesund und munter. Wenn nicht, viel trinken, trinken, schlafen, trinken und schlafen. Und kommt schnell wieder auf die Beine und dann können wir fleißig wieder Pokémon auspacken. Da steht ja einiges an. Also spätestens für Zeniter Könige, da müssen wir aber alle wieder fit sein, sage ich da nur. So, und ansonsten diejenigen, die fit sind, macht schön vorsichtig beim Feiern. Ne? Manchmal geht es schneller, als man denkt. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch. So, aber wie gesagt, morgen gibt es auch noch definitiv ein neues Video. So, ich sehe jetzt gerade, ich muss noch ein paar Codes einlösen, macht aber nichts. Worauf hast du Bock? Was wollen wir auspacken? Du hast ja mal freie Wahl, komm. Glaube, ich habe Lust auf schaurige Herrscher. Schaurige Herrscher? Ah ja. Dann machen wir das doch mal. Wasserenergie. Pflanze. Let's go. Pflanze wie Salbei. Ja. Das ist gut für den Ja! Ja, Pets guck on my da, back. Kommt nice. Sie dort direkt. Oh! Wirkung, guck mal hier. Für die Doppeldosis. Damit es auch richtig gut wirkt. Also nicht wirken, sondern wirkt. So. Ja. Ich habe jetzt auch so Honig bekommen. Von der Koro-Druckerie. So richtig krasser Honig. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Da kann man immer so einmal am Tag oder zweimal morgens und abends so einen Löffel einfach mal reinsnacken. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall erstmal eine seltene Karte. Oh Gott, Fruyal. Das verfolgt mich so ein bisschen. Und dann haben wir noch einen richtig krassen Hit. Lol. Oh. Das ist wirklich ein krasser Hit. Und gar kein schlechter. Schimmelreiter. Koronospa, Vimex, nice. Das finde ich nicht schlecht. Das weil ich habe ja nice. Das Liga-Kampfdeck habe ich ja ausgepackt. Und da sind ja nur, in Anführungszeichen, nur drei davon drin. Jetzt habe ich sozusagen gleich vier. Das ist schon ganz cool. Sehr nice. Sehr nice. So, ich mache jetzt mal silberne Sturmwinde auf. Da habe ich auch ein paar Codes. Du hast da noch was zum Auspacken, ne? Feuer. Ich habe eine Stadionbox von silberne Sturmwinde, die ich noch auspacken möchte. Aber ich wäre gern schon ein bisschen fitter, um nicht auf meine krassen Hits zu niesen. Ach, das so. Ist, aber ganz ehrlich, mir geht's so ähnlich. Ich habe mir ja bei Rossmann diese Drachenwandel-Tinboxen geholt. Und naja. Da habe ich schon überlegt, ob ich da was auspacke, einfach nur, weil man ja sonst nichts groß machen kann. Also selbst jetzt hier am PC zu sitzen, das, weißt du, normalerweise 10 Stunden gar kein Stress, aber jetzt so nach 1-2 Stunden merkt man, ja, und bei den Pokémon-Karten ist so ein bisschen ähnlich wie bei dir, dass ich dann sage, boah, aber so richtig, wenn du das dann mit den Griffeln anfasst, so, mit Keim verseucht. Wobei ich natürlich überlege, morgen, weil man kann sich ja vorstellen, dass Silvester nicht groß gefeiert wird in Hause Shellum, auf jeden Fall, weil ich bin krank.
da kann man nichts machen und möchte auch keine anderen Leute gefährden, dass ich morgen vielleicht doch als Neujahrsritual für mich selber einen Booster öffne. Ja, das ist eine gute Idee. Weißt du schon, was für ein Booster? Oder? Ich muss mal gucken. Ich habe halt mehrere Boxen. Alles mögliche. Zeraora, V-Max, Zera, Tenuous, andere. Zorua, Biester, Box und so. Vielleicht Elektroball, daraus irgendwas. Mal gucken. Wasser. Ich muss nur wenigstens den Booster schon mal auspacken. Dann kannst du auch weiter erzählen. Ja, alles gut. Also irgendwie, ich guck mal spontan, auf was ich Lust habe. Boah. Also ich hab noch silberne Sturmwinde hier. Und ich habe einen Doppelhit übrigens. Doppelhit, Doppelhit, Doppelhit. Ja, ja. Ja, der ist schon mal nice. Ja, jawohl. Oh, ein Doppelhit. Sweet. Da ist er. Sehr schön. Die gibt's ja auch als Deck. Also hier so, wieso die? Ist denn das? Das Dresella. So, das wird auch im Deck gespielt. Ja, ich verstehe wegen der Endung des Namens. Das Ella, dass man dann die sagt. So, ihr Lieben. Ha, ich habe mal ein paar Codes eingelöst. Deswegen sieht das jetzt hier ein kleines bisschen voller aus. Ich würde nämlich noch ganz gern Verlorener Ursprung auspacken. Nochmal Silberne Sturmwinde, weil es halt aktuell ist, noch beides. Und ich würde ganz gern das Bund der Gleichgesinnten Booster auspacken, was schon seit Monaten hier rumliegt. Und so war es mal Silberne Sturmwinde. Wasser. Psycho. Und Grüße gehen raus übrigens an alle Chaoten, die Feuerwerk nicht als, ein schönes Lichterspektakel benutzen, sondern dafür einsetzen, um auf andere Leute Häuser zu schießen. Finde ich richtig geil von euch. Grüße bitte. Nee, ja, ich habe hier schon einiges aktuell durch. Also ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus, ja, und hier sind noch ganz viele andere. Oh, erstmal Doppelhit übrigens. Mhm. Oh, oh. Ja! Oh, oh, oh. So schön. Und draußen kommen schon wieder die Sirenen, aber warte, wir machen erstmal noch den Hit hier. Ah, schade, nicht ganz. Nee, also wie gesagt, wir hatten hier Leute, die sind dann nachts um eins um die Häuser gezogen, haben dann Feuerwerksraketen auf die Häuser gezielt und auch teilweise in die Balkone rein. Das ist halt einfach assi. Also tut mir leid, das hat ja nichts mehr mit, ich will mal ein schönes Feuerwerk machen oder so zu tun. Aber das haben diese Böller ja sowieso nichts. Die haben ja überhaupt nichts mit einem Feuerwerk zu tun. Die sind einfach nur laut. Also Elektro. Ja, das stimmt. Und das finde ich einfach, also davon hat niemand irgendwas. Naja, also ich habe ja in meinen jungen Jahren, da habe ich ja auch viel mit Böllern und so gemacht, aber wir haben das meistens, also wir würden das halt nicht auf Häuser machen oder mitten in der Innenstadt oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also da geht man halt irgendwo hin, wo man so einen Bereich hat, wenn man es machen will, wo man jetzt kein groß stört. Ich meine, das mit den Tieren ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Ja, oder weil immer die Tiere so genannt werden, auch Menschen. Also es gibt auch ältere Menschen, Menschen mit Angststörungen, also ja, so für die das auch schlimm ist, weil Leute hier immer sind, ja, Tiere, weil wo ich mir denke, okay, aber Menschen, Kinder und so. Also Feuerwerk kann man machen, Böller finde ich halt, fand ich schon als Kind blöd, aber da mochte ich mag viele Geräusche nicht und deshalb mochte ich Böller dann auch nicht, weil es war einfach nur ein lauter Knall so. Ich mach doch nochmal silberne Sturmwinde auf. Ah ja. Das hätte ich noch nicht gesagt heute. Feuer. Ach, Mist, also ich sage Psycho. Ja. Also ich habe ja auch einen Kumpel, der ist ja richtiger, so kleiner Hobby-Pyromane. Und der baut dann immer im Hinterhof, baut das dann schön auf. Der hat auch mal so einen Lehrgang mal mitgemacht, weißt du? Und der befasst, ich kann nicht mehr reden. Also der versucht sich wirklich damit auseinanderzusetzen und das professionell ein bisschen wirken zu lassen. Hat richtig Spaß damit, auch so in verschiedenen Zeitabschnitten, wo dann verschiedene Raketenfarben hochgehen. Sowas kann ja schon wirklich schön sein, muss man sagen. Aber so schön wie eine Roy Trainer Gallery Card, nice. Leute. Die ist richtig cool. Mega cool. Ja, da, die würde ich auch noch gerne ziehen oder halt mal separat einzeln holen. Aber ja, die hat schon was. Im Sammelordner macht die sich bestimmt ganz gut. Doppelhit. Doppelhit. Doppel. Ja, egal. Aber es ist schon ein guter, ein guter Hit dabei, ja. Kann man zufrieden sein. So, machen wir noch die schöne unter gleichgesinnten Booster-Packung auf. Okay. Es sind gute Karten drin in dieser Erweiterung. Wirklich nice Karten. Ja, muss nochmal Psycho eigentlich sagen, ne? Nicht Fee? Ach ja, du darfst Fee sagen. Okay, dann sage ich Fee. Also Leute, lasst gerne ein Like da.
und abonniert sehr gern. Alter, wir haben fast die 1600 jetzt geknackt. Der Support übrigens auch wieder insane nach den letzten Videos. Vielen, vielen Dank. Auch, dass das Abo-Special so gut ankam an Weihnachten. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Wie süß ist denn diese Knete-Lantanektokarte? Die ist so extrem süß. Oh, ich liebe Knete-Karten. Die ist aber auch süß. Die ist auch sehr süß. Dunkelstadt. Keine Rückzugskosten. Oh, auch nicht so schlecht. Pyros Quizshow. Das ist vielleicht auch eine gute Karte für das Galas Mokmok Deck mit dem Gift und so. Hm. Aber das kann man ja nur im erweiterten Format dann spielen. Aber warte, es sind Unlicht-Basis-Pokémon. Ach ja, oh, stimmt. Ja, gut, dann ist es nicht mehr ganz so crazy. Ist doch nicht so strong. Ja, okay. Das ist auch crazy mit dem Raten, wo den Namen des Pokémon erraten soll. Ja. Das ist schon. So, kriegen wir noch was Geiles aus dieser schönen Erweiterung? Hit it. Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber schöne Karte. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir davon mein Display noch nachträglich hole, aber ist ja auch schon insane teuer. Ja. Ich bin auch immer, also durch das Online-Ding gefallen mir die Sonne-Mond-Erweiterung gut, aber ist halt zu teuer. Will man dann nicht investieren. Ihr Lieben, das ist es gewesen fürs heutige Video. Es kommt auch ein bisschen später. Wie gesagt, ich wollte eigentlich euch ein ganz anderes Video präsentieren. Die Info gibt es aber nur für die Insider auf meinem Discord. Link in der Beschreibung. Das kommt dann hoffentlich morgen zum 31. Habe ich das am Anfang des Videos schon erzählt, was es sein soll? Ja, ne? Ja, egal. Ist ja nicht so schlimm. Ihr Lieben, dann hoffe ich, klickt da wieder rein. Ich wünsche euch trotzdem an dieser Stelle schon mal einen guten Rutsch und dann sehen wir uns hoffentlich am anderen Ende oder so wieder. Keine Ahnung, was man da sagen soll. Danke, Shadow, dass du hier tatkräftig wieder dabei warst. Ja, kein Problem. Frohes Neues an alle und auch wenn Giga am Anfang meinte, er will kein Mitleid, könnt ihr natürlich trotzdem Besserungswünsche in die Kommentare. Auch für mich, weil ich bin auch krank. Ich möchte gute Besserung lesen. So, gute Besserung an die liebe Shadow. Macht's gut und bis dahin, euer Giga Greeby von Giga Lavastia. Ciao, ciao. Tschüssi.